Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und ich hatte ja versprochen in dem News Update, und bei mir ist das Update durch, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir dann sofort mal gleich eine Einspielrunde spielen auf Oak Hill, der neuen Map bzw. dem neuen Platz in EA Sports. Da bin ich nämlich drauf gespannt, denn da findet ja die PGA Championship dieses Wochenende statt. So, ich bin aber deswegen hier auf meinem Startbildschirm meiner PlayStation 5 noch, weil ich auch heute einige eurer Kommentare beantworten möchte, die ihr jetzt so fleißig geschrieben habt. Und da sage ich schon mal recht herzlichen Dank euch allen, dass ihr so toll hier mitmacht. Und ich muss jetzt ein kleines bisschen passen, ich weiß nicht mehr, wer gefragt hat, aber jemand wollte eben wissen, wie erkenne ich denn eigentlich, dass das Update durch ist? Und ich kann jetzt natürlich hier nur für die PlayStation 5 sprechen, weil wenn man hier auf das Symbol geht und geht hier unten auf Informationen, dann sehe ich, dass am 16.05. um 15.30 Uhr meine PGA Tour aktualisiert wurde. Und ich glaube, ich hatte vorher auch irgendwas um die 46, 47 Gig. Jetzt haben wir 52 Gig und es ist die Version 1.0000.004. Also gehe ich jetzt auch fest davon aus, denn ich habe mein Spiel noch nicht gestartet. Ich gehe also jetzt fest davon aus, dass eben jetzt auch das aktualisiert ist und aufgrund der Größe von 52 Gig, dass auch wohl der Platz drauf ist. Also Freunde, ich werde das Ganze jetzt starten und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich in Oak Hill. Bis gleich! So, da sind wir also im Startbildschirm hier bei unserem Spieler und ihr habt es gesehen, jetzt im Hintergrund sehen wir die PGA Championship Trophäe. Es wurde also ein bisschen der Startbildschirm angepasst, so vom Logo, auch vom Hintergrund ist es nicht mehr so grün, sondern eher bläulich. Das ist also das, was sich hier wohl verändert hat, jedenfalls die Optik schon mal. Und links oben sehen wir auch PGA Oak Hill beim EA Sports Logo. Das hat sich jetzt erstmal verändert. Was für mich jetzt ganz, ganz wichtig ist, und da bin ich jetzt mal gespannt, ich gehe jetzt unter Settings und werde wie immer, wenn ich dieses Spiel hier gestartet habe, unter Audio gehen und muss erstmal hier meine Audios wieder richtig einstellen, weil sonst wird das alles ein bisschen laut für euch. So, und dann bin ich tatsächlich gespannt, ob wirklich beim nächsten Start, wie versprochen, auch tatsächlich diese Einstellungen auch weiterhin dann wieder da sind. Ist so ein kleiner Punkt, wo ich mir ja auch schon in dem Video davor ja darauf eingegangen bin. Finde ich schon spannend, dass also in der Entwicklung kein Mensch das gemerkt hat. Aber nichtsdestoweniger möchte ich auch hier gleich mal wieder auf einen Kommentar von euch eingehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, also bei aller Kritik vielleicht auch, das Spiel ist jetzt 5 Wochen, 6 Wochen draußen. Also wir dürfen nicht vergessen, die Jungs sind wirklich am Arbeiten. Sie tun was, sie hauen wirklich Patches raus. Und der ein oder andere sagt natürlich, oh je, schon wieder ein Patch. Auf der anderen Seite zeigt es aber, dass sie doch festgestellt haben, dass noch viel, viel, viel nachzuarbeiten ist bei den Jungs. Und insofern sollten wir doch damit zufrieden sein oder uns freuen, dass hier noch Engagement da ist und dass das Ganze auch wirklich entsprechend, wenn Fehler auftreten, entsprechend bearbeitet und abgedatet wird, um diese Fehler zu beseitigen. Also ich akzeptiere jetzt hier, da unten steht wie immer Setting Saved, aber ich bin gespannt, ob es dann wirklich so ist. Okay, so, jetzt schaue ich gerade, also Social ist draußen. Dieses Tournament sollte doch eigentlich jetzt, glaube ich, hier steht jetzt Online. Okay, das sollte hier geändert werden. Social ist draußen, da steht Online, Take on the World. Und da möchte ich auch ganz kurz auf einen Kommentar eingehen vom Sambaole. Und zwar, ja, richtig, also da bin ich bei ihm, was hier dieses Online, die ganzen Online-Geschichten angeht. Das Matchmaking und so weiter, also da bin ich auch noch nicht so richtig davon überzeugt, aber ich muss jetzt auch bei mir oder für mich auch sagen, ich bin da ja auch noch nicht so jetzt online-mäßig unterwegs, sondern ich mache ja hauptsächlich hier die Plätze, mache die Karriere
Und deswegen ist es jetzt auch für mich nicht ganz so wichtig. Aber er hat natürlich recht, wenn er schreibt, dass das eventuell hier bei anderen Produkten wesentlich besser ist und dass er das hier, ja, das simultane Spiel und so weiter. Ja, das muss ich auch sagen, das habe ich auch festgestellt, wenn man halt eben hier mit anderen zusammenspielt, dann laufen hier alle kreuz und quer und Bälle fliegen durch die Gegend und ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist die Frage, ob man das nicht irgendwie anders regeln kann, diesen ganzen Modus. Ich kenne jetzt kein anderes Produkt, wo das so, wie das da läuft. Ich kann jetzt hier nichts zu den anderen Produkten sagen. Ich bin hier PlayStation 5 und ich bin EA Sports und ich kann wirklich hier nur zu diesem Produkt was sagen. Aber er hat mit Sicherheit nicht ganz unrecht. Aber um es nochmal zu sagen, lasst uns einfach mal ein bisschen abwarten, ob da noch was kommt. Es ist ja einiges geplant, stand hier in den FAQs. Und wir sind jetzt sozusagen in der zweiten Season und da wird noch was kommen. Jetzt kommt erstmal ein schöner neuer Platz dazu. Da bin ich eben extrem drauf gespannt. So, genau, das wollte ich einfach jetzt erstmal sagen. Wir werden das jetzt so handeln. Wir machen jetzt einen Quickplay, so wie wir es eigentlich gewohnt sind, wenn wir eine Einspielrunde spielen, Strokeplay. Und da haben wir ihn schon an der zweiten Stelle. O'Kill in Rochester, New York, ein paar 70. Aber mit 7360 Yards, also auch etwas mehr als 6500 Metern. Und Link zu diesem Platz mit einigen interessanten YouTube-Videos habe ich euch in die Videobeschreibung gemacht. Und wir werden alle 18 Loch spielen, wie immer, natürlich aufgeteilt. Erstmal die Front 9 und dann die Back 9. So. Ja, wie gesagt, hier sieht man alles jetzt schön in Blau, nicht mehr eben in Grün. Und ich glaube, hier gibt es dann soweit nichts mehr zu sehen. Lasst uns loslegen. Wir starten Oak Hill Country Club in Rochester, New York. Now from the fabled East Course at Oak Hill Country Club, this is EA Sports continuing coverage of the world of golf. With Frank Nabilo by my side, I'm Rich Lerner. Frank, as weekend golfers know, there's always part of your game that you're focused on. So I'll ask the question, what are you going to be looking at here today? Tee to green. Rich, I know people always say putting's important. I'm not going to say it's overrated, but tee to green. If you want to play good golf day in, day out, fairways greens, that's the secret. So, da sind wir also. Pepper Woods ist bereit auf dem Abschlag, auf dem ersten. Und sein Caddy gibt ihm noch ein paar wichtige Tipps. Wir sehen, es geht den Berg runter. Wir haben ein bisschen Wind. Natürlich sind hier Bunker in der Drive-Landezone. Wir werden aber trotzdem ein bisschen mehr nach links gehen. Und ich denke, da der Wind uns ein kleines bisschen nach links drückt, werden wir einfach mal den Ball gerade schlagen. Ja, sollte vielleicht noch ein kleines bisschen links und dann geht's los und ich wünsche uns auf Oak Hill ein schönes Spiel. Jo, das passt. And that is just what you're envisioning when you're on the range. That's positioned nicely in the right side of the fairway. So, 309 Yards haben wir gemacht, das ist eigentlich ganz okay, aber natürlich auch dem etwas erhöhten Abschlag gewidmet. Hello to Iona Stephen. 124 Yards to the front of the green. 140 Yards to get you to the flag. Pin on the left portion of this green, so it will favor a wee draw. So, das Eisen 9 wollen wir möglichst schnell zum Liegen bringen. Dann versuchen wir das Ganze einfach mal so mit diesem Schlag. Oh, mal schauen, ob er in den Hang geht. Nein, er landet auf dem Grün und bleibt da liegen. Na, leider nicht. Aber ist nicht ganz so schlimm. So, dann schauen wir mal wieder mit unseren Chips. Chips sind eigentlich ein bisschen mehr Roll. Jetzt schauen wir mal. 8 Yards. Dann machen wir mal 3 Yards. Und dann sollte er eigentlich rollen. Ein bisschen links. Ist wie gesagt eine Einspielrunde. Wir werden hier ein bisschen auch mal was üben. Da geht es jetzt wirklich nicht um den Score. Und wir können gerade wirklich mal solche Schläge wie auch einen Chip, den wir sehr selten eigentlich spielen, können wir jetzt mal ein bisschen üben. So, der müsste rollen, rollen, rollen. Ja, gerade so bis hin. Aber ist okay. I think you'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so good.
So, jetzt kommen wir zum kleinen Thema. Und zwar der Räuberdinger hat mal wieder gefragt, in die Kommentare geschrieben, er habe in einem Video gesehen, dass der Ball direkt aus der Luft in das Loch geflogen ist und dann wieder raus. Und er wollte wissen, ob das zählt oder nicht. Ja, das kann ich euch relativ einfach beantworten. Dafür gibt es ja die Golfregeln. Nach den offiziellen Golfregeln ist der Golfball im Loch, wenn er sich in diesem befindet und nicht mehr bewegt. Soll also heißen, da sind wir dann Spielzufall und Pech, wenn der Ball also wirklich reingeht und wieder rausspringt, was eben auch schon mal vorgekommen ist, was ich auch schon gesehen habe, und er liegt dann neben dem Loch und kommt dort zur Ruhe. Also entscheidend ist, wo der Ball zur Ruhe kommt. Ja, dann leider Pech, dann ist der Ball gilt noch nicht als eingelocht. Das ist auch insofern ganz interessant und wichtig von der Golfregel. Wenn der Ball also ins Loch fällt und sich noch bewegt und ich greife praktisch schon rein, dann wäre das im Prinzip auch ein Regelverstoß. Ich darf den Ball erst aus dem Loch nehmen, wenn er sich nicht mehr bewegt. Es gibt dann noch den Fall, wenn der Flaggenstock ja im Loch steckt und der Ball ist eingeklemmt zwischen Stock und zwischen Loch, dann darf ich als Spieler den Flaggenstock bewegen und wenn dann der Ball eben reinfällt und zur Ruhe kommt, dann gilt er eben als eingelocht. Es gibt übrigens auch noch eine spezielle Regel, das solltet ihr auch mal wissen. Wenn der Ball an der Kante liegen bleibt und noch nicht reingefallen ist, aber er liegt praktisch an der Kante, dann habt ihr 10 Sekunden Zeit. Jetzt muss ich nochmal ganz genau schauen, weil es ist ja so, ihr habt dann 10 Sekunden Zeit. Wenn ihr zum Ball hinlauft, dann habt ihr 10 Sekunden Zeit und dürft warten, ob der Ball noch ins Loch fällt. Es gibt so einen schönen Chip von Tiger Woods, da sieht man das, der Ball rollt zum Loch, liegt an der Lochkante und dann so nach 2 Sekunden bewegt er sich und fällt rein. Also, der gilt dann innerhalb von 10 Sekunden, wenn er da noch reinfällt, gilt er dann als eingelocht. Und ich gehe zum Ball und wenn ich am Ball stehe, dann zählen erst diese 10 Sekunden. So, also das hier auch ein bisschen Regelkunde und fand ich eine interessante Frage, habe ich gerne beantwortet. Grüße gehen raus an den Räuberdinger. So, dann werden wir den hoffentlich jetzt hier einlochen, weil allzu viel kann da eigentlich nicht passieren. So, jetzt fällt mir gerade ein, es gibt ja hier eine neue, ja, die Frage ist wie? Augenblick mal. So, wie war das? Wir gehen mal kurz weg, weil es soll ja eine neue Kamera geben und jetzt ist die Frage, okay, so gehe ich ran, mit R, hoch, runter, links, rechts, okay, ich sehe jetzt aber noch nicht, wie ich hier eine, oder war das nur im Simulationsmodus? Das müssten wir mal checken, ob diese Funktion, dass man eben wirklich dann übers Grün fliegt. Ich glaube, es stand drin, dass das im Simulationsmodus ist. Müssen wir nochmal prüfen. So, ja klar, ich war im falschen Modus. Okay, mein Fehler. Ich habe gerade gesehen, ich war unter Pitch. Aber im Putting haben wir jetzt diese Option. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Okay. Alles klar. Und da kann ich jetzt also hier übers Grün schweben und kann dann also wirklich, ja, ich würde fast sagen, in der Froschperspektive, kann ich jetzt tatsächlich hier die Breaks sehen oder kann sie mir zumindest anschauen. Okay. So, jetzt habe ich wieder einen falschen Schläger. So. Aha. So, aber jetzt wollen wir einpacken, damit wir endlich fertig werden und zum nächsten Loch kommen. Aber jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was getestet. Sehr schön. Okay, that one cleaned up without any issue. And that is a par. The second hole here at Oak Hill is known as Breather. But don't be fooled by the moniker. This one has some teeth. At 405 yards, it is not overly long. But a tee shot here needs to be precise because the fairway is narrow and lined with bunkers on both sides. So, die 2 hat 403 Yards. Links und rechts sieht man natürlich wieder die Bunker. Da haben wir einen Bunker und der Ball könnte, wenn wir hier den schön hier in die Kante bringen, dann läuft er da richtig schön runter zu der 100 Meter Marke. Ja, das wollen wir doch mal versuchen, ob wir das so hinkriegen. Ein bisschen drückt der Wind ihn sowieso nach links.
Ich denke, ja, okay. Ja, wir sind leider überhaupt gar nicht ganz angekommen. Aber ist okay, da passt. Walking the course today, let's bring in Noda Begay the third. He's got 144 yards remaining to the hole. Pin is in the back right corner of this green. Okay. So, was haben wir hier? Approach mit dem Eisen 9. Wir sind ja auf jeden Fall höher. Gut, wir wollen definitiv aufs Grün. Das sollte doch hoffentlich so passen. Approach, Eisen 9. Okay. Ah, der war ein bisschen zu lang, oder? Nein, er bleibt noch auf dem Grün liegen. Sehr schön, sehr schön. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. So, Dele. Es geht bergab. Es geht bergab, 7 Inches. Das heißt, da werden wir hier diesen machen. Und es geht von rechts nach links. Aber wir werden ein wenig zügig unterwegs sein. Dürfte das eigentlich höchstens so sein. Ja gut, hinten dran geht es auch ein bisschen abwärts, aber ja, es hält sich in Grenzen. Okay, der ist unten durch. Der war ein bisschen zu langsam. So, rangezoomt hat er jetzt nicht. Das ist ja die andere Funktion. Da müssen wir mal schauen, wann das passiert. Dass er nämlich dann auch ranzoomt, wenn der Ball ins Loch fällt. Was ja jetzt natürlich auch nicht passiert ist, ne? So, es geht bergauf. Das heißt, wir müssen Gas geben. Rechte Lochkante. Okay, well done there. Couple of pars to get the round underway. The third here is a long par 3 at 230 yards. It's protected by two bunkers left and two more short and right. But the biggest concern here is making sure you get enough carry over an aggressive false front, because just about anything that lands in the front third of the green won't be staying there for too long. So, bevor wir abschlagen, gehe ich auf einen weiteren Kommentar ein vom Roman, weil der wollte nämlich wissen, was ich denn für ein Handicap habe im realen Leben. Also Handicap ist ja diese berühmte Richtgröße, wo man ja jeden Golfer immer zuerst danach fragt. Also mein Handicap ist im Moment 9,4. Das ist ja seit einigen Jahren ja ein bisschen andersrum. Früher war das minus 9,4 und die guten Golfer hatten eben plus Handicap. Mittlerweile ist das gedreht worden, seit das Handicap-System umgestellt wurde. Haben wir jetzt, sage ich mal, Clubgolfer ein normales Handicap, also ein Plus-Handicap, und die wirklich Spitzengolfer eben ein Negativ-Handicap. Und damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, vielleicht Golfer wie Martin Keimer oder Sergio Garcia oder so weiter, die Profis, die haben alle so minus, also damals plus, aber wäre heute minus 5,5, minus 6,0 gewesen. Und das heißt, minus 6,0, da müsste so ein Spieler eigentlich im Schnitt immer, ja, 5 bis 6 unter Paar spielen. Also ein Paar 72 sollte er praktisch immer 68, 67 spielen, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Ich habe halt so eine Spielvorgabe von 10. Das heißt, ich sollte immer so um die 81, 82 spielen. Das ist eben mein Handicap. Und damit man das auch noch ein bisschen einordnen kann, habe ich noch eine Zahl für euch. Also in Deutschland haben wir mittlerweile etwas mehr als 680.000 registrierte Golfer, die also wirklich dann auch in einem Golfclub registriert sind und ein Handicap geführt bekommen. Und mit meinem Handicap bin ich so ungefähr bei den 5% der besten Golfer, also in Deutschland, so Pi mal Daumen. So genaue Zahlen gibt es im Moment gar nicht, aber irgendwo so um den Dreh rum, weil Single-Handicapper, da geht es halt dann schon deutlich nach unten. Die meisten Golfer haben so ein Handicap zwischen, ich sag mal, 16 bis 20, das ist so 22, das ist so der Peak, wenn man sich das so ein bisschen als Kurve vorstellt. Und je weiter das Handicap nach unten geht, desto schneller geht natürlich auch dann die Kurve nach unten, wie viele Leute eben so ein Handicap haben. Ja, also das dazu, ich war schon mal bei 7,7, aber jetzt das letzte Jahr war nicht ganz so erfolgreich für mich, was die Turniere anging, und deswegen habe ich mich dann eben auch wieder ein bisschen verschlechtert, dass auch hier
Das Handicap ist keine fixe Geschichte, sondern das Handicap verändert sich. Das geht nach oben und es geht nach unten, wenn man eben entsprechend Turniere spielt. Und diese Turnierergebnisse fließen dann eben in diese Berechnung mit ein. Ja, Thema Handicap sowieso ein sehr spannendes, interessantes und würde jetzt auch den Rahmen für diese Folge hier sprengen, denn wir wollen ja auf jeden Fall, ups, das war falsch, wir wollen ja auf jeden Fall hier diesen schönen, wunderschönen Platz spielen und man sieht es hier, erhöhtes Grün, ja, nicht einfach anzuspielen. Wir haben 227 Yards und da möchte der Kollege hier am liebsten, dass ich das mit dem Hybrid spiele. Ich würde doch versuchen, eher, dass hoffentlich vielleicht das Eisen 4 hier reinläuft und dann vielleicht ein bisschen gegen den Wind mit dem Draw. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass ich hier wieder, yep, diese Ansicht ist mir lieber. Wir werden den Ball auch ein bisschen flacher spielen, damit er hoffentlich ins Grün reinrollt. Ah, die Kurve nimmt er an, vielleicht ein bisschen zu viel. Na, okay, er wird im Bunker. Landet er im Bunker? Ja, er rollt in den Bunker rein. Okay, das war zu befürchten, aber es soll kein Beinbruch sein, gehört mit zum Geschäft. So, jetzt können wir dann gleich wieder testen. So, und wir testen natürlich oder wir spielen wieder den Pick, weil die Fahne ist kurz gesteckt. Wir dürfen also nicht allzu viel Roll haben, haben aber 8 Fuß. Das heißt, wir müssen den eigentlich irgendwie dahin spielen. So, was macht er jetzt? Ja, dieses Kamerathema. Okay. So, und dann werden wir hier noch versuchen, den ein bisschen höher anzuspielen. Oh, that is very well done. That was not a short bunker shot. But it is inside a foot. So, und da haben wir jetzt praktisch diese Situation. Der Ball liegt an der Kante des Loches. Und wenn ich jetzt hinlaufe und praktisch den Ball jetzt so ansprechen würde. Na. Okay. So, dann dürfte ich jetzt praktisch 10 Sekunden warten, ob er noch ins Loch fällt oder nicht. Aber das wird er hier nicht tun. Da gehen wir einfach mal davon aus. Und deswegen patten wir den jetzt auch ein zum nächsten Pärchen. On to the fourth now, the only par 5 on this opening 9, and at 615 yards, the longest on the course. It is a stout test. Bunkers and out of bounds loom on the right side of the fairway, with trees running along the left. So, die Handicap-Frage habe ich beantwortet. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt genannt habe, dass diese Frage vom Roman kam. Auch hier vielen, vielen lieben Dank für deine Frage. Wir haben jetzt ein paar 5. Ich glaube, das erste, 597 Yards. Es geht aber am Anfang erstmal schön den Berg runter. Der Wind wird uns ein kleines bisschen unterstützen, was die Länge angeht und eigentlich auch die Richtung. So, da ja der Ball nach unten geht, wird er nicht viel rollen. Deswegen werden wir den auch etwas flacher spielen. Und dann schauen wir mal, wo wir landen. Ja, geht ein bisschen nach rechts. Aber das sollte doch noch außerhalb der Bunker sein. Sehr schön, 272 Yards Carry. Und wir haben mit Roll 303 Yards. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder das Thema Par 5, wo wir eigentlich gar nicht hinkommen. Wir nehmen das Holz und werden einfach einen ganz normalen Transportschlag machen. Auch hier, der Ball geht ein bisschen nach unten. Und damit er etwas mehr rollt, werden wir auch hier ein bisschen auf Low gehen. Ja, wie gesagt, einfach einen Transportschlag, um hier das Fairway runterzukommen und hoffentlich dann einfach im Fairway zum Liegen zu kommen. Und dann können wir mit einem schönen Pitch hoffentlich den Ball an den Stock legen. So ein bisschen über rechts, weil die Fahne steckt links im Grün. So, wir pitchen. 48, gehen wir mal auf 40, auf 41 und wir müssen ein bisschen hoch. Okay.
Und ein bisschen hoch anspielen. Ja, der war zu kurz. Der war zu kurz, oder? Aber wir kriegen immerhin die Fahne zu sehen. 11 Fuß ist okay. So, 11 Fuß ist okay. Ja, ich würde sagen, das ist eine Birdie-Chance, weil wir haben eigentlich wenig bergauf. Wir haben nur ganz wenig von links. Das heißt, wenn wir wieder ein bisschen mehr mitgeben und linke Lochkante machen, dann könnte das doch klappen. Ah, ja. So, das sah kurz aus für mich nach so einem ausgelippten. Inspired by the original sixth hole, it checks in at an even 180 yards. 4 bunkers in total ring this plateaued green. If your tee shot doesn't wind up on the putting surface, par becomes a risky proposition at best. Ja, man sieht, dass es hier ein Plateau hat. Man sieht das hier vorne, da hat es Rot, das ist ein Plateau, da muss man hinkommen. Jetzt gibt es natürlich wieder 2 Möglichkeiten. Wir können den Ball versuchen, dass er hier vorne aufkommt und dass er hier hochrollt, was natürlich jetzt nicht ganz so leicht ist, aber es ist ja auch eine Entfernung von 184 Yards. Es geht ein bisschen hoch, okay. Ich persönlich empfehle oder ich persönlich werde ihn lieber ein bisschen kurz lassen und dann hoffen, dass er hier hochrollt. So, wir müssen aber eigentlich über links kommen. Wir haben leicht Rückenwind. Okay. Ja, ein bisschen mehr, 178. Dafür jetzt auch ein bisschen höher anspielen, damit er zum Liegen kommt. Hier ist ganz schön was los, merke ich gerade. Also überall Zuschauer links und rechts. Also heftig, heftig. Und das nur für eine Einspielrunde. So, die Frage ist, bleibt er liegen? Bleibt er liegen? Oh, that is just about perfect right there. Very well done. Okay, ich soll ja auch in einem Daily Tournament mitmachen. Das werde ich auch noch heute tun. Dann kriege ich auch wieder ein paar Quest-Gummipunkte. An der Stelle, lass mich mal ganz kurz noch hier den Muckel zitieren, weil er sagt natürlich auch ganz, ganz wichtig, er empfiehlt euch dringend, und das kann ich auch nur unterstützen, die Daily Arcade Turniere zu spielen, diese 4-Locht-Turniere, die euch ja kein Ticket kosten. Aber auf jeden Fall, dort gibt es Reward Points. Und die Reward Points, die braucht ihr eben, um Specs kaufen zu können. Mit XP bekommt ihr ja nur die Skill Points, damit könnt ihr euren Spieler entsprechend leveln und verbessern. Aber wenn ihr eure Schläger verbessern wollt, dann braucht ihr diese Reward Points. Und die kann man eigentlich am ehesten bekommen über die Quests oder halt eben, indem man diese Standardturniere spielt im Tournament. Und dieser Tipp kommt vom Muckel und den kann ich nur beipflichten. Dankeschön. So, wir werden jetzt hoffentlich hier ein Birdie spielen. Inches from going into the cup, but consolation prize is a tap-in birdie. Now to the sixth, which in fact was the old fifth hole here in years gone by. It's a long par four at a full 500 yards. Allen's Creek, which we saw on hole one, makes an appearance here as well. This is the number one handicap hole, so par is a very good score. So, jetzt muss ich mir an der Stelle noch mal ein bisschen korrigieren für mein Video bezüglich des Patch 3.0. Da habe ich nämlich, glaube ich, gesagt in dem Video, dass hier Oak Hill zusammen mit, und jetzt muss ich gerade mal schauen, mit einem weiteren Platz immer, ich glaube, die haben die News, ich muss jetzt gerade mal schauen, etwas abgedatet. Da steht nämlich jetzt wieder was Neues drin. So, da sind die Patch News, und zwar geht es um den Platz Oak Hill und Southern Hill. Und ich habe gestern aus Versehen US Open gesagt, weil ich ja gerade im Karrieremodus die US Open spiele. Nein, also es soll natürlich die PGA Championship im Karrieremodus immer wechseln zwischen diesem Platz und Southern Hills. So, dann hätten wir das auch korrigiert.
Soll keiner sagen, ich hätte mir meine eigenen Videos nicht angeschaut. So, hier haben wir die Nummer 6. Auf der rechten Seite haben wir jetzt diesen wunderschönen Creek. Der wird sich jetzt noch an einigen Stellen hier zeigen, vor allen Dingen auf den zweiten neuen, wenn ich richtig weiß. Und wir schauen natürlich, dass wir hier den Ball sauber reingespielt kriegen. Wir haben Gegenwind, es geht ein bisschen den Berg runter, also eigentlich erstmal nichts Besonderes. Also außer natürlich, dass wir einen sauberen Drive spielen, schön gerade hier das Fairway runter. So ein bisschen links könnte natürlich noch, ja, hätte man ein bisschen weiter rechts spielen können, aber nochmal. Ja, aber jetzt 5 Yards hin und her, das spielt im Moment ja keine Rolle. So, er möchte ein Eisen 4. Also ich muss schon sagen, gefällt mir sehr gut hier, auch ganz, ganz toll mit diesem Bachlauf. Ja, das ist dann schon interessant, den zu spielen hier. Ja, hat was, hat was. So, nochmal schauen. Der Wind kommt von hier, Eisen 4, ah, man sieht's. Ja, der hat 2 Ebenen, also hier sieht man es ganz klar. Da wird dann entweder mal links die Fahne stecken oder hier oben rechts und da hat es 2 Ebenen. Und wir haben Gegenwind, das ist hier die Länge vom Eisen 4 maximal. Ja, das werden wir so tun. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir hinkommen. Jo. So, ein bisschen mit Schmackes. Oh, das ist sogar ein bisschen viel. Muss ich jetzt sagen, das ist ein bisschen viel. Nicht schlecht. Aber dann können wir gleich wieder ein bisschen das Pitchen aus dem Rough oder einen Lobshot machen. Ja, ein Pitch. Wir müssen immer dran denken, aus dem Rough normalerweise wenig Spin. Der Ball müsste rennen und da vorne sehen wir ja hier auf der Höhe ungefähr, da geht's den Hang runter. So, dann schauen wir nochmal. 24. Circa 7 ziehen wir ab. 17. Wir haben aber keinen Spin und es geht den Hang runter. Das heißt, da kriegt er noch ein wenig Roll. Ich würde fast noch mal hierher gehen. Und da müsste doch eigentlich auf jeden Fall den Hang runterkommen. So, wir schauen einfach mal, was passiert. Viel ist es natürlich auch mal ein bisschen Gefühlssache. Und wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es auch nicht wissen. Aber ich sehe jetzt gerade, dass er dann doch ein bisschen nach rechts springen wird. So, Herr Kollege, jetzt aber ansprechen. Jetzt wird's ernst. So, er kommt die Welle hoffentlich runter. Ah, jetzt der Zoom. Okay. Also auch hier diese neue Funktion mit dem Zoom. Ja, das hat mir jetzt auch ganz gut gefallen. Bin sehr zufrieden. Kann nicht mosern. Wenn es nur im echten Leben auch immer so gut lief. So, das heißt, ein bisschen bergauf, ein bisschen Break, aber das sollte doch zu schaffen sein. Sehr schön. So, wir haben weitere 3 Bahnen noch. Allen's Creek runs up the right side of the hole before darting directly across the fairway. The approach is a tough one too, uphill to one of the more challenging greens on the entire golf course. Ja, das ist eins von diesen, man kann fast sagen, viereckigen Grüns, rechteckigen Grüns. Fast quadratischen Grüns. Spannend. So, und ich kann es euch wieder nur ans Herz legen. Ich habe euch ja verlinkt hier 3 schöne, schicke Videos über den Platz. Zum Beispiel alle Löcher werden mal gezeigt. Das ist natürlich sehr hilfreich dann für das Wochenende. Und aber auch 2 tolle Videos, dass der Platz ja rebuilt wird, restauriert sozusagen. Dass man eben versucht, den Platz oder einige Spielbahnen wieder in seine ursprüngliche Form. Der wurde kurz nach der Jahrhundertwende, 1900 paar zerdrückte, wurde der Platz gebaut. Oder zumindest die ersten 9 Loch. Und da hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren vieles getan. 120 Jahren, was diesen Platz angeht. Da wurde viel umgebaut. Und jetzt versucht man also hier auch wieder ein bisschen, ja, die ursprüngliche Form wieder zurück zu
bauen. Sehr interessant, vor allen Dingen auch für alle, die mal sehen wollen, wie eigentlich so ein Golfplatz auch gebaut wird, wie so Grüns gebaut werden. Ist also eine sehr interessante Geschichte mit Drainagen, mit Untergrund und so weiter. Ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Da muss man schon ein bisschen Know-how mitbringen für den Landschaftsbau. So, wir brauchen jetzt ein bisschen Know-how für die 7, die 460 Yards hat, ein Paar 4 und auf der rechten Seite sehen wir es, da ist auch wieder, kommt dieser Bach ins Spiel. So, wir dürfen auch nicht zu weit links liegen, weil sonst haben wir die Bäume im Weg. Wir haben auch ein bisschen Rückenwind und ich muss sagen, 250, ja doch, ist dann ordentlich, ne? Also wenn man 200 Yards haben wir dann noch hier. Wir werden versuchen, den Ball hier ein bisschen reinzudrohen. So, ich glaube, der müsste die Kurve annehmen. Liegt dann auch hinter den Bäumen, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Ja, und dann haben wir sie auch nicht so weit zur Brücke, die wir rechts sehen. Sehr gut, er darf sich freuen. From the fairway, Noda, this is second. 159 yards left to the hole. Pin sitting on the left half of the green. Wir haben ein bisschen Rückenwind. 9 Fuß geht's hoch. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr geben. Werden den Ball aber auf jeden Fall etwas höher anspielen. Wobei ein Eisen 8 müsste verhältnismäßig schnell zum Liegen kommen. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel Gas. Ah, sehr schön. That's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. Ja, wir spielen allerdings jetzt ganz schön kräftig bergab, so wie es aussieht. 7 Inches. Das heißt, da gehen wir mal. So, was hatten wir gerade eben? 16. Dann gehen wir hier auf 9, auf 8. So, das Ganze. Ja, jetzt muss ich nochmal schauen. Quatsch, ich drücke immer hier den falschen. So, da müssen wir hin. Und dann ist schon wieder R3. Ah, L. So, jetzt haben wir es. Zwischen links und rechts sollte man schon unterscheiden können, ne? So, also, da haben wir jetzt nochmal diese Perspektive praktisch auf Schnürsenkelhöhe. Und da kann man dann jetzt wirklich dann auch ein bisschen sehen, wie das Ganze hier breakt. Und zwar, ich glaube eben nur im Simulationsmodus oder wenn halt eben die Grids, im Simulationsmodus, was erzähle ich denn? Es ist ja da. Mann, jetzt bin ich aber ein bisschen verpeilt hier. So, also es ist interessant, gefällt mir. So, dann wollen wir uns mal hier ansprechen. Und wir müssen leicht über rechts kommen. Leicht über rechts. Vorhin sind wir, glaube ich, unten durchgerollt. Da war es zu wenig. Ja, gut, er wird natürlich das Break relativ stark annehmen, weil wir den nur anstupsen. So, wir versuchen es einfach mal so. Ja, der war fast, ja, der war zu wenig. Zu vorsichtig. Und hier bewahrheitet sich wieder mal, was Schweizer Wissenschaftler herausgefunden haben. 99% aller zu kurz gelassenen Putts fallen einfach nicht. So, dann machen wir den hier rein und spielen das nächste Pärchen. The eighth hole checks in at 430 yards. After dealing with narrow landing zones on the previous two holes, players here no doubt appreciate a large driving area here at 8. 3 deep greenside bunkers guard against a very large green that can yield a 3-putt if the approach is not accurate. So, ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz auf Samba Ole eingehen, weil er eben auch schreibt, dass er natürlich online gerne mit seinen Kumpels spielen möchte oder eben hier mit den
Kanalmitgliedern in Anführungszeichen, also mit denen, die hier auch hier das ganze Geschehen mitverfolgen. Und da hat er halt ein bisschen Schwierigkeiten zurzeit mit dem Online-Modus. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, das ergänze ich auch nochmal, wir haben noch kein Crossplay. Und er spielt, so wie ich das weiß, anscheinend auf dem PC, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also auf jeden Fall geht er davon aus, dass doch die meisten wohl auf PlayStation spielen oder auf Konsole. Aber unabhängig mal davon ist es wirklich genau das Thema im Moment noch. Aber das weiß auch EA und auch dir, da wird es wohl eine Lösung bald, denke ich, geben. Aber es ist natürlich wie immer, man muss auch ein bisschen Prioritäten setzen. Und jetzt hat man halt eben, das ist genauso wie mit dieser Framezahl, wo ja auch viele Konsoleros ein bisschen enttäuscht sind, dass wir hier nur mit 30 Frames spielen. Wird aber mit Sicherheit irgendwann behoben bzw. auch angepasst. Und ich denke, dass auch dieses Crossplay kommt. Und wenn Crossplay kommt, denke ich, dann wird es auch mit Sicherheit bessere Online-Methoden geben. So. Oh ja, Bunker links, Bunker rechts. Klar, da muss man eigentlich klassisch rechte Seite auf den rechten Bunker halten und rein drawn. So, ein bisschen mehr rüber. Und dann versuchen wir unser Glück. Wind ist ein bisschen gegen uns. Ja, der wird doch hoffentlich... Ja, wunderbar. So liegt er genau zwischen den Bunkern. So, und wir haben eine Entfernung zum Grün von 132 Yards. Yeah, we're looking at 132 yards to the flagstick. Pin tucks in the front left-hand portion of the green today. Das Wedge. Weit nach hinten rein, würde ich vorschlagen. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Das Wedge weit hinten rein. Wird er auch mehr Spin haben. Sollte eigentlich schnell zum Liegen kommen. Aber es geht ja, wie gesagt, ein bisschen berghoch und ich habe das Gefühl, dass der zu kurz ist. Definitiv. Der wird, ja. Der ist zu kurz. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. So, er bietet mir wieder den Chip an. 8 Yards, aber es geht berghoch. Also ich würde da lieber einen Flop machen. So. Flop, 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 flop. Hinter den Stock. So. Ups. Hoch und runter die Kamera. Ja, war ein bisschen kurz. Okay. Aber ich denke, dass wir den Putt hier reinbekommen. Bergauf, leicht, aber so gut wie kein... So, okay. So gut wie kein Break. Ups. Ja, war ein bisschen schnell, glaube ich. The final hole on Oak Hill's front side is this one. The 480-yard ninth. This is a demanding uphill dogleg right featuring a fairway that gets narrower the farther a tee shot travels. Players will want to avoid going right as a tee shot in that direction could lead to being blocked out by trees or worse yet, wind up out of bounds. So, bevor es hier auf die letzte Bahn geht und wir unsere Front 9 hier beenden, nochmal ganz kurz gehe ich auf den Kommentar von David ein. Der hat mich ja letzte Woche oder hat mich ja gefragt in einem der letzten Kommentare, wie es sich mit dem Leaf Golf oder mit der Leaf Golf Tour verhält. Also der Punkt ist definitiv, dass es ja zwischen der PGA und Leaf Golf letztes Jahr dann doch ein bisschen Reibereien gab. Man hat sich da wohl jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ich weiß es jetzt gar nicht so richtig. Aber das Thema ist natürlich definitiv, dass... die PGA damals den Spielern untersagt hat, auf der Tour zu spielen oder auf den Plätzen zu spielen, der PGA Tour, die eben bei Leaf Golf unter Vertrag sind. So muss man das ja sehen. Bei Leaf Golf sind die Spieler ja sozusagen, haben ja einen Vertrag, bekommen dafür auch ja ein entsprechendes Honorar. Man weiß es von verschiedenen Leuten, dass da ziemliche Summen gezahlt wurden, dass die eben auf der Leaf Golf spielen.
Und die PGA hat denen dann sozusagen die Spielberechtigung entzogen. Bei der PGA ist es ja so wie ein bisschen an anderen Sportarten auch. Man muss sich ja hochspielen, deswegen gibt es ja die Qualifying School. Man muss halt eine gewisse Platzierung im World Ranking haben und man muss sich die Spielberechtigung halt eben für die nächste Saison wieder erarbeiten. Und wenn man Major gewinnt oder wenn man eben Turniere gewinnt, dann hat man immer automatisch für 2 oder für 4 oder 5 Jahre die entsprechenden Spielberechtigungen. Da ist man ja nicht in dem Sinn unter Vertrag, so wie es jetzt, so wie ich es jedenfalls weiß, bei der LIV Golf ist. Und wie es sich jetzt bei den Majors verhält, also der Punkt ist natürlich der, dass die British Open, die US Open und natürlich auch das Masters sind ja nicht von der PGA Tour. Die PGA Championship ist von der PGA und dann geben die natürlich auch ein bisschen die Regeln vor. Das Masters hat hier ganz klar gesagt, wir gucken auf die Weltrangliste, wir gucken, wo die Spieler sind und nicht auf welchen Touren die spielen. Und bei der US Open und bei Ding ist es ähnlich, da entscheidet halt eben die entsprechenden Verbände, die United States Golf Association oder RNA, die britische Golf, der britische Golfverband, wer dort spielt. Und da dürfen wir natürlich immer gespannt sein, wie da immer die entsprechenden Verhältnisse sind. Also das soll eben heißen, dass Spieler der LIV Tour nicht generell ausgeschlossen sind von den Majors, aber wir werden sie, so wie es aussieht, also für einen Spieler der LIV Tour wird es wohl meines Wissens im Moment nicht möglich sein, den Grand Slam, also alle 4 Majors zu gewinnen. So, das also jetzt nochmal dazu zum Thema LIV Golf. So, wir haben ein Paar 4 mit 462 Yards und auch Deep, okay, die Bahn geht dann da rechts hoch. Das heißt, wir müssten also wirklich gucken, dass wir möglichst auf der linken Seite im Fairway liegen, weil sonst müssen wir hier über die Bäume rumspielen oder eine entsprechende Kurve spielen. Also, wir versuchen, aber ich sehe jetzt gerade, dass das Fairway, glaube ich, ein kleines bisschen nach links abfällt. Okay, dann versuchen wir den Ball Mitte Fairway. Flach rein und dann schauen wir mal, ja, wir werden im kleinen Draw mitgeben und dann schauen wir mal, ob er nach unten rollt, so dass wir also ohne Probleme das Grün angreifen können. Ja, Fairway, 188 Yards zum Loch, aber wir haben natürlich eine gewisse Steigung. So, ja, steckt natürlich ganz hinten, 23 Fuß, da werden wir höchstwahrscheinlich noch ein Eisen mehr nehmen müssen, lass mich nochmal ganz kurz schauen, was haben wir denn, ah ja, okay, davon haben wir die False Front, wir können natürlich versuchen hier drüber zu spielen, Eisen 6, Eisen 5. Ja. Okay. Ein bisschen höher anspielen. Und wir werden ein kleines bisschen reinfaden. Dann schauen wir mal, ob wir überhaupt... Oh ja, wir kommen ja auf jeden Fall hoch. Ups, ups, ups. Okay. Das war dann ein kleines bisschen zu viel. Ja, genau. Der kann nicht halten. Keine Chance. So, er will wieder pitchen. Das werden wir auch in dem Fall tun, weil eigentlich da hinten die Welle weit genug weg ist. Wir haben 16 Yards. Dann gehen wir auf 10 Yards. Denn wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, das Rough, was den Ball oder den Schlag ein bisschen abbremst. Auf der anderen Seite haben wir keinen Spin. Ja, das wird aber dann von links nach rechts gehen. Wird ein bisschen... Okay. Okay. Damit kann man zufrieden sein aus dem Rough. So, dann wollen wir hier den letzten Ball einlochen. Jetzt habe ich nicht geschaut. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Aber ich habe jetzt schon gesehen, wir dürfen auch nicht zu viel mitgeben, denn nicht, dass er uns hinten raushüpft. Denn, wie gesagt, es wurde mit dem Patch 3.0 jetzt auch die Cup
Physik, also wie sich das Ganze um den Becher hier herum verhält, ein bisschen angepasst. Und da kann es auch sein, dass er mal hinten jetzt rausspringt. We begin the back nine here at Oak Hill with a 430-yard par 4 10th. This hole runs somewhat parallel to the first, so that means Allen's Creek is once again an issue, as indeed it crosses the 10th fairway at right about the 300-yard mark. So, die 10 ist ein bisschen ähnlich gelagert wie die 1. Wir haben kurz vor dem Grün auf jeden Fall den Creek. Aber das werden wir erst im nächsten Video sehen, denn wir haben schon wieder gute 50 Minuten erreicht. Ich hoffe, ich konnte auch einige eurer Fragen, die Kommentare beantworten. Das mache ich gerne. Das finde ich toll, wenn ihr immer Kommentare schreibt mit den entsprechenden Fragen. Tue ich gerne jedenfalls hier sozusagen in den Videos immer mit abarbeiten, weil ich dann natürlich dann auch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, als würde ich es schreiben. Werde aber trotzdem in Zukunft natürlich immer versuchen, auch eure Kommentare schriftlich zu beantworten. Nichtsdestoweniger, das ist Oak Hill, der Austragungsort für die diesjährige PGA Championship. Und wir schauen uns, nachdem wir jetzt die ersten 9 Bahnen gespielt haben, im nächsten Video die Back 9 an, die wir hier an der 10 starten. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.